Ja, einen wunderschönen guten Tag zu Alice 19 Landwirtschaft Simulator 19 auf der PlayStation 4 zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Zwar hat das Ouija-Pack, unschwer zu erkennen auf den Bildern, ein Update bekommen. Die Häuser sind nicht nur noch weiß, sondern haben jetzt Rotklinker. Und unschwer zu erkennen, man kann sie auch jetzt wieder ineinander schieben. Es gibt nur so, na, zwei kleine Probleme, da kommen wir gleich mal drauf zu. Also ihr könnt sie ineinander schieben und der Kuhstall hat von drinne, ah, geh auf, neue Deko bekommen, also hinten Kälber und so ein bisschen Hof Bergmann verarme. Ist ja alles schön und gut, könnt ihr nichts mit anfangen, ist nur Deko. Ja, der Stall an sich, ja, ist ja bekannt. Es ist einfach nur Rotklinkerlackierung drauf. Zu den Gebäuden mal ganz kurz, bevor wir zu den Problemen kommen. 10 Slot 10, 6, 6, 6. Ich guck mal gerade. 10, 6, 6. Ja, das ist alles gleich geblieben. Also ja, wie gesagt, offene Halle, geschlossene Halle, ne, so wie ihr es kennt. Rotklinker. Und Kuhstall habe ich den jetzt ohne Weide hingestellt. Aber ihr kennt ja, sonst habt ihr ja hier die weißen. Ne, kennt ihr ja noch. Und jetzt habt ihr davon Rotklinker mit allem drum und dran, inklusive natürlich den Häusern. Also das ist ja das Weiße, hier ist das Rotklinker 75, weil ich es verbaut habe, wird keine Slotzahl angezeigt, aber es ist 11. Ich gucke mal trotzdem nach. 11. Also es ist alles identisch. Wie gesagt, Rotklinker. Wir würden jetzt hier sagen, oh cool, Paddy, das ist ja ganz in Ordnung. Ja. Wenn sagen wieder viele, was heißt hier ja? Also ich habe die jetzt ineinander geschoben. Dieses Metall und der Schnodder da drüben gehört eigentlich zu dem Gebäude. Und das, ja, wie ihr seht, kann man gut verbauen. Passt wunderbar. Na ja, gut, hier habe ich den Boden jetzt nicht drin gemacht. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem 1 ist, nicht viele Leute mögen dieses Wohnhaus. Weil das eben sich nicht so gut verbauen lässt. Und es gibt zwar Rotklinkerhäuser, aber ich weiß nicht, ob sie zu den Fachwerkstil passen. Das ist aber jetzt eine reine Geschmackssache. Mal, das ist jetzt Pillepalle. Schlimmer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hier stehen wir und da ist das Schlafhaus. Und wenn ich hier hindrücke, Farmhaus, stehe ich hier neben der Weide. Das heißt, der Schlaftrigger vom Haus da vorne ist irgendwo hier hinten. Zum Anreisen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man hier vorne schlafen kann, aber es annimmt. Ja, das nimmt er wenigstens an, also daher eher Pille-Palle-Probleme. Ne? Aber ich wollte es euch gezeigt haben, auch nur kurz und knapp, ohne viel Gesülze. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem auch das Bauvideo ein bisschen gefallen. Das habe ich noch in der Nacht gemacht, weil ich habe es Klausi versprochen und meine Versprechen halte ich. Das ist denn eher unser Hof. Ja, weil da ist definitiv Rotklinker mit Nordstyle und Friesenfenster und so. Ihr wisst ja, worauf ich stehe. Ja, wie gesagt, Richie Pack Update bekommen. Die anderen Sachen, die gekommen sind, ist Geschmackssache. Da muss ich nicht für jeden Plunder jetzt ein Video machen. Es kommen aber noch ein paar Sachen. Also, bis später. Ich bin euer Paddy. Like nochmal nicht vergessen. Tschüss, tschüss. Tell me that you love me, even if it's